Hallo ihr Lieben. Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Hallo ihr Lieben, schön euch zu lesen. Ich hoffe, es geht euch gut. Die Chaos-Oma ist mal im Stream. Gibt's ja gar nicht. Ich dachte schon, du kommst nicht zu mir im Stream. Herzlich willkommen. Lazarus, hallo. Kuro, uiuiui. Ihr seid ja schon alle da, sauber. Mann, das ist ja der Hammer. Richtig was los. Syphex, Bomberbob, Benny. Geht's ja voll ab. Na dann können wir auch schöne Runde Endling spielen. Da freue ich mich schon drauf. So. Endling. Also letztes Mal, das hat mir schon sehr gut gefallen. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich habe übrigens gerade hier meinen unter dem Arbeitstisch stehenden Mülleimer mal in die Badewanne gestellt und Essig rein gefüllt. Irgendwas ist da drin, glaube ich, gestorben. Ich habe den eben aufgemacht und dachte mir so, Alter, warum stinkt das so? Inhalt runter zur Tonne gebracht. Jetzt steht er da mit Essig. Keine Ahnung, was da los war. Ich will's auch gar nicht wissen. Naja. So ist das halt.
Schildrose. Schildrose. So spricht man es wahrscheinlich richtig aus, ne? Hallo. Bist du von Piranha Bytes oder weshalb die Logos? Lieben Dank für dein Sub, kleines Eulchen. Einhornkotze, hallo! Vanilla Milkmaiden, Mann, Kunibert Schlömpel ist auch am Start. Heute geht's richtig ab hier, cool. Mal ein bisschen aktive Chatter. Aber das Spiel hat's auch verdient. Man muss es sagen. Es ist sehr schön. Ich hoffe, ich kann es überhaupt noch spielen. Ach, Rosi, du bist das. Schön, dich zu lesen. Herzlich willkommen. Ja, ich hoffe, es gefällt dir. Wir sind ja auch alle so locker wie du. Also, sollte es dir schon gefallen. Und das Spiel ist auch schön zum Entspannen. Aber nur kurz, ihr wisst ja Bescheid, freitagsabends immer mal so kurz in den Abend rein. Ich weiß ja, ihr wollt bei den großen Streamern zugucken, das ist auch völlig okay. Die legen ja auch demnächst los. Hey, wer pupst denn hier? Rice, natürlich. Gut, dann schnappe ich mir mal das Pad und gucke mal, wie es mit Endling weitergeht. Dungeon Frog, hallo. Halli, hallo, hallöchen. So. Oh, sind wir schon direkt da? Also ich weiß noch, dass wir jetzt zum ersten Mal dieses kleine Jungen oder Mädchen in dem Baumhaus getroffen haben beim letzten Mal. Mal gucken, vielleicht treffen wir den ja wieder. Oder die. Als Frustessen Ei-Baguette. Ei, zum Glück sitzen wir jetzt nicht bei dir in der Nähe. Dann geht's bestimmt ab, ne? Ach, hallo Ei. Ja, ja. Sehe ich auch so. Eine Runde Umarmungen. Oh nein, was ist da los? Ach so, Eulchen. Nein, der Tag war doof. Ach, jetzt wird er besser. Ab jetzt geht's bergauf. Nur mental, also das Niveau sinkt, die Stimmung steigt. So, so, ich habe jetzt aber überhaupt keine Ahnung mehr, was ich als nächstes machen wollte. Okay, das sind jetzt ein paar Strecken gefallen, die ich lang gehen kann. Barrieren. Und zu den Fragezeichen sollte ich hin. Okay, na, machen wir das doch mal. Aber wie konnte man laufen? Schnüffeln? Ach, ich springen? Konnte man nicht auch rennen irgendwie? Gibt es hier noch eine Steuererklärung? Also nicht die vom Finanzamt? Ich muss da echt mal reingucken. So. Muss ich mir gerade nochmal angucken. Ach so, RT war Rennen. Alles klar. Bellen? Habe ich das schon mal gemacht? Okay. So. Und dann die nächste rechts. Oh, der Holzfäller. Ach, Essen besorgen, natürlich. Der Kleine, stimmt, der hat ja klettern gelernt. Ist voll gut. Frisst es? Ich dachte, ich kann es runterstoßen, aber macht er nicht. Okay. Jetzt hat er es aufgegessen. Naja, okay. Gut. Erstmal wieder an alles hier gewöhnen. Oh, man kann die packen. Muss denn schnüffeln? Ach, ich
Nicht packen, schnüffeln. Ah. So. Wo bleibt denn der Kleine? Muss ich den packen? Kommt er nicht von alleine runter oder was? Oh, er hängt da fest. Ah, als Mutter hat man es ja nicht leicht. Die Rosi kann dann ein Lied von singen, ne? War der Björn auch immer. Wurde auch immer gepackt. Ah, man kann ihn nicht so absetzen, okay. Oh nein. Du musst wieder... Ja, jetzt klappt's. Das war wohl ein Bug, dass er da hing. So. Panzer Fritz, hallo. Ambulia. Wäre ich ein Wolf, würde ich mich lieber einen Holzfäller snacken als das Ei. Ja, aber die sind gefährlich, die haben Äxte. Ey, ich hab echt die komplette Steuerung vergessen. Also in 10 Minuten kann ich's wieder. So, fresst mal ein bisschen was, sehr gut. So, und jetzt muss ich auf der Karte nochmal gucken. Oh, ich bin schon an der Kreuzung vorbeigelatscht, ich Trottel. Naja, gehen wir erst zu dem unteren Fragezeichen. Also jetzt hier runter. Runter. Kommt. Die sind so süß. Knuffige kleine Wölfchen. Und jetzt weiter geradeaus. Oh, noch ein Ei? Ja, komm, noch ein Ei. Ach, da ist kein Ei. Toll. Komm, Kleiner. Da war kein Ei für uns. Was ist hier los? Was ist das? Ein Zeichen. Der Kleine. Fehlt der wieder? Oh, das sind, nee, das sind alle drei. Ich hab mich verguckt. Mir nach! Ein Hase! Komm, den fangen wir. Schleichen, schleichen, schleichen. Und so. Hier. Oh. So, für euch. Fresst den Hasen. So. Na, jetzt habe ich es nicht geschafft, da hinzukommen. Na komm, ich mach das noch. Das ist doch wieder das Kind. Hallo. Oh, es füttert uns. No. Das ist aber nett. Und dennoch, jetzt muss ich ganz schnell zurücklaufen. Tut mir leid. Oh, was konnte man denn hier machen? Ach, wieder hochklettern. Nee, okay. Ganz schnell zum Bau zurück. Sonst geht's übel aus hier. Kommt, ihr Kleinen! Hurtig! Schneller! Folgt der Mama! Der Tag naht! Beziehungsweise die Nacht! Oma! Kaum guckst du rein, schon subst du, das ist aber lieb. Danke dir! Stereo ist auch da. Ja, Hallöchen. Panzer Fritz,
Doch, Koa Banga Collection werde ich auch zocken. Aber ich hatte ja mit Endling angefangen. Und das geht jetzt erstmal vor. Beim Stream. So. Nacht 17. Okay. Also ich erforsche mal weiter da bei dem Haus, was da so abgeht. Also da ist jetzt ein Kind eingezeichnet. Das ist ja schon mal nett. Und da hinten ist noch ein Fragezeichen. Okay. Dann mal auf. Auf zu den Fragezeichen. So, hier runter. Nee, geradeaus. So. Kommt, wir buddeln uns durch. Folgt der Mama. Ich hab noch nicht raus, was diese Dinger hier wirklich bringen. Also, ich hab's jetzt markiert. Ah! Um den Wilderern über deinen Standort in die Irre zu führen. Ach so, das war so ein Fake-Stelle, damit die uns nicht finden. Ja, das ist gut. Oh, ist was für die Kleinen? Komm. Schicke ich mal den Kleinen rein. Los! Schnapp es dir. Jawohl. Und da ist wieder ein Dachs. Komm ich da vorbei? Oh, kleiner Dachs da oben. Oh. Kann ich dem helfen? Oh nein. Kann ich da irgendwie helfen? Au! Ich laufe mal einmal rum und hoffe, dass ich da hochkomme und den Kleinen retten kann. Naja, sieht nicht so wirklich danach aus. Au! Ah, ah, nein! Ah, ich bin tot! Nein! Ah. Tut mir leid. Zum Glück ist gespeichert. Nochmal. So geht's ja nicht. Ja, ich weiß. Der Kleine saß ganz oben, da kann ich nur runterspringen. Also muss ich einen anderen Weg da hochgehen. Den habe ich ja gerade gesucht. Wurde dabei leider niedergestreckt. Einhorn Kotze, haust schon wieder ab. Okay. Ja, ja, Stereo, toll. Ach so, ja, das mach ich natürlich. Ich hoffe, Einhornkotze, du machst noch was Schönes heute Abend. Ja, hopp, rein. Hol das Essen. So. Ist der... Warum? Er jammert, okay. Oh, ah! Komm, guck woanders hin. Nicht nochmal abschießen. Die Kleinen sieht er zum Glück nicht. Ah, nein, nein, nein! Oh, schon wieder knapp. Das ist doch eine Beere. Die sind satt. Da ist eine Maus. Ah Mann, das gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein radikaler Typ? Das eine Fuchsbaby ist rosa eingefärbt gewesen. Muss ich gleich mal gucken.
Ah, okay, nochmal. Jetzt aber. Jetzt aber! Also solange man immer noch speichern kann, ist es ja nicht schlimm. Ja, ich habe nur Angst, dass wenn der Nachwuchs stirbt, was, glaube ich, passieren kann, ist er weg. Ja, das ist so ein hartes Spiel. Vermute ich. Ich habe mich nicht gespoilert. So, jetzt aber. Nacht 17, zum dritten Mal. Oh, da ist jetzt eine Falle. Fies. Die war doch vorhin nicht da. Die werden ja zufällig ausgelegt. F5? Im Stream oder was? Ach komm, du hast die ganze Zeit nicht zugeguckt? So. Das Symbol vor der Lebensanzeige. Ah, der ist leider rot, weil der wurde am Anfang entführt. Das ist unsere große Mission. Das war im ersten Stream hierzu. Der wurde am Anfang von so einem Jäger mitgenommen. Und ich hoffe, dass ich ihn wiederfinden kann, den vierten. Ja, aber bis dahin muss ich erstmal hier die drei durchbringen. Was gar nicht so einfach ist, die haben dauernd Hunger. Eieiei. Komm, guck weg. Ich hab da auch nicht so richtig durchblickt, wann der wohin leuchtet. Was? Ah, warum? Ey, was ist denn das für ein Typ? Der geht mir schon so auf den Sack. Der geht mir so auf den Sack. Kleines Pelzvieh, vielen, vielen Dank. 10 Monate, du bist echt krass. Ich danke dir. Bist super, super geil drauf hier, muss ich schon mal sagen. Danke für deinen Support. Oh, meine Fresse. Jetzt... Ich glaube, ihr drückt mir nicht genug die Daumen. Die Wölfin braucht Daumendrücken von euch. Ja, Euchen, ich weiß nicht, wenn ich schleiche, habe ich Angst, dass er mich ja trotzdem sieht und dann ich ein noch leichteres Ziel bin, weil ich so langsam bin. Ich kann es natürlich mal probieren, also bevor ich jetzt hier noch 1000 Mal sterbe. Aber ich glaube, man muss einfach da durch... Wenn er nicht hinleuchtet. Pixelfreak, hallo. So. Das kennen wir ja alles schon inzwischen. Wird schon so langsam Speedrun-mäßig. Aber ich habe immer noch vor, den kleinen Dachs da oben zu retten. Also hier klappt es ja auch mit dem Rennen. So. Jetzt dreh dich mal ordentlich weg. Das hätte gereicht. Okay. Wenn das nächste Mal nach links guckt richtig, dann renne ich los. Nach links, komm. Ja, drücke die Daumen und alles, was sonst noch drückbar ist. Richtig fest. Na, guck nach links. Ich glaube, nach links habe ich bessere Karten. Komm. Und da oben, ist das nicht sogar der... Oh, da ist doch mein Kleiner. Hier, Stereo, das ist der Typ, der meinen kleinen Welpen entführt hat. Der ist oben in der Kiste auf dem Sack drauf. Oh. Nein!
Hat aber nicht getroffen, war ich doch schnell genug. Jetzt dreh dich doch mal weiter, du Nervsack. Na los. Nein! Das ist doch... Der hat doch... Oh Mann! Er geht mir echt auf den Geist. Geiler Stream. 10-mal die gleiche Stelle gespielt. Toll. Wir streamen übrigens bis kurz nach 6. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Und ich hoffe aber, dass wir mehr sehen als diese Stelle. Das wäre ja doof. Nein, das schaffe ich jetzt. Aus Stereo könnte man sich bestimmt auch einen tollen Mantel nähen. Oder ein Lampenschirm kann man aus ihm machen. Hast du eigentlich Tattoos, Stereo? Ah ja, das ist zu weit vorgelaufen. Ey, dieser Typ. Nein! Ich sehe da keinen Sinn und Zweck, wie man durchschauen kann, wohin er als nächstes guckt. Habt ihr da ein Muster erkannt? Sobald ich renne, sieht er mich sofort. Okay. Gut, dann... Aber wenn ich nicht renne, habe ich auch... Okay, ich versuch's mal ohne Rennen. Man muss ja auch nicht schleichen, man kann ja auch normal gehen. So, Essen rausholen. Okay, also ich gehe jetzt mal normal. Oder ich schleiche meinetwegen auch. Na, zumindest hat er sich nicht umgedreht. Guter Tipp. Bitte, bitte nicht. Ah, es lag am Rennen. Danke euch. Oh, das war riskant. Hat geklappt. Okay, danke, das war's. Ich habe einfach die Taktik des Spiels nicht durchschaut. Ja.
Eieiei, es war knapp. So, komme ich jetzt zu der Stelle, wo das Kleine ist? Kann ich es runterschubsen? Jetzt muss ich es aber auch zurücktragen, okay. Oh Mann, Daumen drücken, das muss gut gehen. Vielleicht kann ich mir da einen großen Dachsfreund machen. Vielleicht hilft er mir, mein Kleines zurückzukriegen von diesem Typ. Oh, das wäre ja schön. Jetzt fressen, genau. Stereo. Du böser Stereo. Die Kleinen sind ja satt. Die wollen jetzt keinen Dachs. Schmeckt bestimmt auch gar nicht. So, da ist er. Au, au, au. Elternzeit. Errungenschaft freigeschaltet. Oh. Ja, und jetzt? Passiert nichts weiter. Okay. Gut. Soweit dazu. Und ich kann hier hinten raus. Da müsste ich da nochmal vorbeilaufen. Okay. Na, den kleinen Nager, den könnte ich doch mal einfangen hier. Na, tut mir leid, die Kleinen haben Hunger. Die Gläubigen haben Hunger, wer kennt's noch? Black and White. Mann, haben die mich genervt, die Gläubigen. So. Na, viel Zeit habe ich nicht mehr. Ein bisschen getrödelt, aber ich laufe trotzdem nochmal in die Richtung. Falsche Richtung. Wieso? Wieso falsche Richtung? Ach, das ist in der Fabrik drin, das Fragezeichen. Oh, das wird echt zeitlich ein bisschen knapp. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Tut mir leid, das machen wir nächsten Tag. Da kommen wir wieder. Jetzt erstmal zurück in den Bau, eine Runde schlafen. Machen wir alles in Nacht 18. Schöne Details da im Hintergrund. Die Holzfäller. So, gleich sind wir da. Multifunktionsmatt. Hallo. Ich mache aktuell nichts für Kronk, nein. Mama Dax ist nicht mehr so fit, Eulchen. Ach, die erholt sich schon wieder. Ich glaube, die war nur aus Sorge um das Kleine so ein bisschen Depri. Ansonsten ziehe ich halt auch noch einen Dax mit auf. Kennt die Füchsin hier nix. So. Ist das jetzt weiterhin da? Oder unten ist auch was Neues?
Ich gehe aber mal in diese Fabrik. Auch jetzt sind Hinweise da. Hinweise. Seht ihr, die werden hier angezeigt. Neue Story. Schnüffeln wir doch uns mal dahin. Den roten Hinweisen hinterher. Ah, gut. Erst hier unter ist näher. Alles klar. Machen wir. Oh. Holzfäller. Oh. Mama Dachs. Was ist hier los? Ein Fisch. Okay. War das der Hinweis? Echt? Ich dachte, das wäre ein Ereignis. Hm. War jetzt aber nicht so spannend. Ist noch was anderes. Ich folge. Ich folge. Flüchtlingslager. Ab durch den hohlen Baumstamm. Oh, der Fisch hält bei den Kleinen gut vor. Das war ein guter Fund. Ist das nicht der Weg, den wir eben auch gelaufen sind? Führt mich das jetzt im Kreis rum? Da war ich doch gerade. Die Schnüre führen mich im Kreis rum. Okay, ich muss selbst sehen, wo ich langkomme. Okay, also, oh, das wird ja diese Nacht wird es ja schon wieder nix. Kann ich auch gerade erst noch schlafen gehen. Ah. Oder habe ich noch was übersehen bei diesem Hinterherlauf? Da ich eh sonst nichts machen kann, check ich nochmal das ab. Ist doch echt komisch. Was ist denn das für eine seltsame Fährte? Oh, ich dachte schon, die Landschaft sieht seltsam aus, war ein Ladebug der Grafik. Nee, es führt mich echt einfach nur im Kreis rum. Das ist doch so ein Quatsch. Jetzt gehen wir aber in die Fabrik nach dem Schlaf. Was ich beruflich mache? Ich bin Poet, ganz genau.
ja, das, ich suche gerade tatsächlich was Neues. Also das, ich bin ja im Bereich von Videospielen unterwegs, habe da journalistisch schon diverse Sachen gemacht als Chefredakteur und ja, bin dann von Print zu Online-Magazinen zu Influencer-Kram. Mein Podcast mache ich noch, also wird sich bestimmt was ergeben. Aber heute wird erstmal gestreamt. Und ich habe heute Mittag, kann ich auch mal sagen, für YouTube ein paar coole Videos geschnitten. Also ich hoffe, dass sie euch gefallen. Ich konnte dann nämlich ein Spiel für, das darf ich alles noch nicht sagen, also ein noch nicht veröffentlichtes Spiel schon mal probespielen und aufnehmen. Und habe da draus mehrere Videos gemacht. Die gibt es dann, das Embargo fällt Ende des Monats. Und dann könnt ihr euch die angucken. Oh, ein Musikant. Aber ich kann nicht mit ihm interagieren. Der ignoriert mich auch, okay. Gut. Was ist das für ein Baum? Kann ich auch nichts mitmachen. Ist doch ein Huhn. Aber diese Hinweisschnüre, die roten, die sind irgendwie... Ja, es führt mich zurück. Ich versuche das andere Fragezeichen zu erwischen. Aber der geht gerade in die andere Richtung. Da ist es wirklich am besten. Ich laufe da nochmal über den Baumstamm. Das war ein großer Baum. So. Jetzt kommt es mir entgegen. Was ist es? Ach, das war... Er hat sich doch gerade eben bewegt. Muss ich hier noch irgendwas triggern? Oh, 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 oh.
brauche was zu essen. Da hinten ist es hin. Das war nicht so wirklich gelungen. Na gut. Danke, Multifunktions... Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh nein. Ah. Nein. Jetzt habe ich gerade in den Chat geguckt, als ich da lang lief. Mensch. Nee, Flohmarktaufsicht nicht. Chaos Oma. Dann habe ich ja keine Zeit mehr, über den Flohmarkt in Ruhe zu laufen und nach schönen Sachen zu schauen. Okay, alles nochmal. Aber ich frage mich, normalerweise haben mich diese roten Geruchsspuren immer zu einem Ereignis geführt. Und diesmal passiert einfach nichts. Es führt mich doch nur im Kreis. Also irgendwas wird nicht getriggert, habe ich den Eindruck. Moment. Okay. Ich gucke mir nochmal das Fragezeichen hier an. Das war doch dieses Markierungsbäumchen, ne? Ja. So. Okay, ich folge noch einmal der Geruchsspur. Okay, es ist dieses Ding, aber ich kann damit nichts machen. Jetzt hat's geklappt. Okay. Ja, es ist ein Hinweis auf meinen Kleinen. Okay. Oh, und dann kann ich wieder einen Fisch rausholen vielleicht. Oder sowas. Sehr schön. So. Da sitzt der Musikant. Oh, Eulchen, alle Stände kontrollieren morgens und das Beste sichten. Ja, wenn das so einfach wäre, ne? Jetzt hat doch wieder die Grafik nicht nachgeladen. Wusste ich's doch. Und der Sound auch nicht. Hä? Jetzt hat's mich aber schon wieder im Kreis geführt. Was ist das denn?
Muss ich dem Dachs hier hinterherlaufen oder was? Ich laufe dem Dachs hinterher. Das ist, glaube ich, der Trick. Ha! Die Fall. Ah! Danke, Dachs! Und dann macht er mir die Tür auf. Alles klar. Ich verstehe. Ah, der Junge hat was mit dem zu tun, der meinen Kleinen gefangen hat. Noch ein Hinweis. Geld. Er soll den Kleinen verkaufen. Oh nein. Sackgasse. Hier geht's nicht weiter. Wo bin ich? Ach, da oben. Nee, da geht's nicht weiter. Okay. Also zurück und nach rechts. Zum Schlafen. Das suchen wir dann morgen weiter. Ah, jetzt sind wir ja ein Stück vorangekommen. Home sweet home. Okay, Eulchen, so machen wir das. Machen wir in Jena Flohmarkt. Warum lädt es jetzt so lang? Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ein regnerischer Tag. Ich brauche was zu essen. Beziehungsweise die Kleinen brauchen was. Da ist nichts mehr drin. Oh! Nicht aufgepasst. Das ist gerade ein bisschen nervig, finde ich, dass die Grafik nicht vernünftig nachlädt. Nachtflohmarkt. Ja. Ich bin an dem vorbeigelaufen. Da muss ich runter. So. Hier gibt's nichts zu essen, ey. Gibt's doch nicht. Schnüffel mir hier einen Wolf. Es tut mir leid, ihr Kleinen. Hier muss irgendwas zu essen sein. Das hier? Könnt ihr das fressen? Es war knapp. Ich brauche aber noch mehr. Da ist noch was. Ich komme hier nicht runter. Warum nicht?
Hab ich wieder was vergessen, steuerungsmäßig, oder? Ach. Shit. Rexor, danke ein dir. Ein herzliches Hallo an alle. Mist. Jetzt geht mir das Futter zur Neige. Oh, da ist ein Böser am Start. Was? Nur eins? Da. Aber warum liegt denn hier nichts mehr zu essen? Das ist doch fies. Nein, ich hoffe, die sterben nicht gleich, wenn es nichts mehr gibt. Oh nein! Erst schlafen, oder? Oh. Ich kann nicht in den Baum gehen. Oh nein! Ich muss erst was zu essen finden. Oh nein, wo ist was zu essen? Oh nein! Wenn das jetzt stirbt, höre ich auf, spiele ich nicht mehr. Ich schnüffel mir doch hier schon einen Wolf. Nein! Sieht man auf der Karte irgendwas? Gar nichts. Nein! Nein! Jetzt nicht ernsthaft, oder? Tot? Das Spiel heißt Endling Rexor, aber... Oh, sorry. Ne. Ich bin noch nicht dazu bereit. Sorry. Ich lade es nochmal. Und hoffe, dass es das nicht gespeichert hat. Was ist denn das für ein Mist gewesen? Ich muss mehr aufs Essen aufpassen. Oh Mann. So schnell... Also es darf jemand sterben, aber nicht heute. Nicht heute, tut mir leid. Inupan, ja, genau. So ein Mist. Ja, jetzt verstehe ich dich, Kunibert. Erst Essen finden. Aber schade, dass das nicht auf der Karte irgendwie markiert ist. So. So, wo gehe ich denn jetzt hin? Andere Richtung. Wobei, nee, da ging es ja eben nicht weiter, oder? Ich probier's nochmal.
Am Anfang waren sie so großzügig mit dem Essen. Und jetzt ist hier einfach nichts mehr. So, nächste links. Nee. Was diese Dinger hier bringen, das weiß ich auch nicht. Ah. Moment, hä? Ah, jetzt bin ich da gelaufen. Okay. Und da ist ja noch zu, da komme ich jetzt nicht drum. Ach. Schon wieder neigt sich das Essen dem Ende. Da, da ist doch was. Komm, rein da. Wie? Jetzt schubst das Kleine noch mal da rein. Warum wird denn jetzt Y nicht mehr angezeigt? Ach, bitte. So. Also, geht doch. Hol's raus, hol's raus! Oh, Mann. Oh, das gibt richtig viel. Oh, das ist gut. Das war gut. Hier ist noch mehr. Ja, Müll. Ah. Noch mehr Müll. Esst den Müll, damit ihr große Müllsäcke werdet. Sehr gut. So. Ja, ich glaube aber noch mehr ist da nicht drin. Oh, da geht's nicht durch. Warum nicht? Ist gar nicht eingezeichnet, die Barriere. Oh Mann. Wenigstens sind sie jetzt erstmal satt. Okay, ich kann da vorne jetzt noch nach rechts gehen. Oder nach links. So, und jetzt? Hier mal hoch. Ich habe noch eine Essenswitterung aufgenommen. Aber in die andere Richtung. Da muss ich zurückgehen. Ich gucke erstmal hier. Ah, also noch mehr. So, die trage ich aber noch ein bisschen mit mir rum. Ein Huhn? Oh, eine Hühnerschlachtanlage. Das ist ja übel. Da werden die Küken geschreddert. Menschen sind scheiße. Was war das? Ich dachte erst, er jagt mich. Oh Mann, hier werden Menschen gejagt. Okay. Da geht's noch hoch. So,
Tja, jetzt muss ich dringend zurück. Wobei, hier ist bestimmt noch so ein Bau, so ein anderer. Könnte ich mir vorstellen. Wusste ich doch. Glück gehabt. Neuer Unterschlupf, da renn mal hin. Mir nach, Jungvolk. Nee, doch nicht. Okay, ich hab mich vertan. Na gut. Jetzt da hoch, oder was? Hä? Wie geht's denn da zurück zum Unterschlupf am besten? Ich verstehe das nicht. Was soll denn da der kürzeste Weg sein? Jetzt da lang, jetzt zeigt er an nach da oben, aber da komme ich ja gar nicht hin. Na gut, alles klar, ich laufe wieder zurück. Oh, Tempo, Tempo. Oh nein, ein Feind. Komm ich da vorbei? Ich versuch's. Ah, mein Essen ist aber weg. Er lässt mich nicht durch. Penner. Oh, und ich bin ganz langsam jetzt. Nein. Wenn ich das vorher gewusst hätte. Oh, ich versage. Steht auch einer. Komme ich auch nicht mehr durch. Und jetzt? Nein! Oh, ist das fies. Nee, da ging's nicht langsamer. Oma ist im Lurk. Ja, Mist. Na gut, aber so ist es halt dann. Dann hören wir jetzt für heute auf. Mal gucken, wenn es klappt, wenn ich es zeitlich hinkriege, können wir ja morgen nochmal ein bisschen in Ruhe weiterspielen. Aber ich habe jetzt auch den Eindruck, dass es echt schwierig wird. Und ich hoffe, dass ich das dann überhaupt schaffe. Ich hoffe, ich finde den Weg. Also drückt mir die Daumen. Hat es ein bisschen Spaß gemacht. Wir raiden jetzt noch jemand. Jemand netten? Also bleibt dran. Amarante, danke dir. Oh, Pelzvi, was geht ab? Du eskalierst wieder, ey. Nicht hierfür, das habe ich gar nicht verdient. Ich hab's irgendwie nicht geschafft, den Tag. Bin gestorben. Aber ey, echt lieb von euch. Und habt noch einen schönen Freitag. Vielleicht sehen wir uns morgen. Küsschen aufs Nüsschen. Bis dann, ne? Ciao. Tschüss. Es geht los, das Spiel beginnt. Niemand weiß, wer es gewinnt. Und ich lauf, 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 lauf. Nimm's mit allem auf. Ich lenke die Geschicke, ertrage finstere Blicke. Bin durch die Unterwelt gereist, weiß, wie der Zauber heißt. We'll be right back.
Ich bin vollkommen, vollkommen verrückt. Ich bin unsterblich, unsterblich verliebt in Computerspiele. Computerspiele. Ich schieß alle über den Haufen. Ich mag mir extra Waffen kaufen. Ich bin ein Böser und kein Guter. Spiele Ego-Shooter. Ich bin vollkommen, vollkommen verrückt. Ich bin unsterblich, unsterblich verliebt in Computerspiele. Ich bin vollkommen.